Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Part von Just Cause 4. Wir machen jetzt das Elapa-Projekt. Wir fangen jetzt damit an. Geht's los? Izzy wollte noch ein paar Infos von einer Quelle in Kuya holen. Kannst du dafür sorgen, dass sie sicher zum Außenposten kommt? Kann's kaum erwarten, sie zu treffen. So, auf jeden Fall werden wir jetzt... Hey, Rico! Ist eine gute Gelegenheit, unseren neuen Piloten zu testen, oder? Klar. Klasse! Okay, dann ruf mal ein. Rico, es heißt kontrolliertes Feuer. So, ruf mal die Karte auf. Ja, und jetzt? Da. Reise erbitten. Okay. Reisen wir jetzt mal, würde ich sagen. Wenn euch der Part gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich auch freuen. Und schreibt in die Kommentare, was ich denn noch so... für Let's Plays machen kann, also von welchen Games. Oder irgendwas, was euch interessiert, was ich beantworten kann. Bin unterwegs. Da ist sie. Erstmal Johnny gehen. Freut mich, dich zu sehen. Hallo, so die männliche Hardware. Stimmung, ne? Also männliche Kein Stimmung, Eli? Ja. Ich dachte, du bringst einen mit. Hm. Ich glaube, ich weiß, wo wir einen. Fordere einen Abwurf an, okay. Drücke 3. So. Und dann wähle einen Piloten. Und. Zivilfahrzeug und Helikopter und so und dann so. Da kommt unser Paket. Weihnachten ist nah. Sargento, ich würde sagen, dass mit den Piloten läuft. So, fliege den Helikopter. Ich muss fliegen. Wir haben einen Piloten, aber ich soll fliegen, alles klar. Was los? Dann mal los, Izzy. Bin gleich bei dir. Mira, wo geht's denn hin? Ich bin gerade erst angekommen. Schicke dir die Koordinaten. Da hinten hin, okay. Dann mal los. Schöne Stadt. Eher arme Stadt. War schon immer so. Bevor Espinosa sich in seiner Burg im Himmel verkrochen hat, war sein Hauptquartier in Nueva Voz. Da steckt das ganze Geld. Also schlagen sich die Leute in Kuya anders durch. Zum Beispiel, indem sie Infos an die Armee des Chaos verkaufen. Was haben wir? Die sind nur für Mira. Es darf nicht die Leertaste drücken. Hey, mach mal das Radio an. Wir brauchen Musik. Das dachte ich auch gerade. Bodenluftraketensystem ist online. Nicht gut für uns, ja. Da müssen wir schon, wir müssen dahin. Das sieht nach der richtigen Stelle aus. Müssen nur richtig landen. Mann, bin ich guter Pilot. Danke, ein sehr guter Pilot. Hardware. Mensch. Jederzeit gerne. Mira, wir sind da. Gut, ich bin im Kontrollzentrum. Wo soll ich denn jetzt hin? Achso, da oben soll ich hin. Ich bin echt irre. Puh, das war nett. So ein alter Haken wäre schon nice in der Realität, ne? Wäre schon nice.
Es kann losgehen. Wie läuft's denn, Izzy? Läuft. Wir rücken schnell vor, aber das ist egal, wenn die Verteidigung von Iapa noch aktiv ist. Izzy und ich arbeiten schon daran. In allen Einrichtungen sind Prototypen des Wetterkerns. Und jeder Kern ist verbunden mit dem Iapa-Verteidigungsnetzwerk. Hm. Die Türme mit den Geschützen. Ja. Wenn wir aber einen Virus in die Kerne einschleusen, dann können wir damit über das Netzwerk eine Störung der Maschinen in den Türmen verursachen. Alles fällt aus, bumm, keine Geschütze mehr. Dann wäre da nur noch der Blizzard. Eins nach dem anderen, Mira. Erzähl mir mehr über die Einrichtung mit den Wetterkernen. Das ist Zona Uno, geschützt durch einen Sandsturm. Mira, hier. Danke, Izzy. Was ist das? Infos über einen Ort namens La Masmora, ein Geheimgefängnis in der Wüste. Gabriella sprach darüber. Vielleicht ist Onkel Lancer noch am Leben. Er wird dort sicherlich festgehalten. Und er wäre eine Hilfe für uns bei Zona Uno. Er unterstützte deinen Vater bei Projekt Iapa. Hm. Mira, wenn er noch lebt, finde ich ihn. Hier ist Zona Tres. Laut Izzy ist der Laden aber nicht im Netzwerk. Aber mein alter Freund Cesar hatte eine Theorie, die uns helfen könnte. Dann sollten wir uns das mal anhören. Und das ist Zona Dos. Wir wissen darüber aber nicht viel. Gehst du da vielleicht auch mal ran? Ich bin kein Agency-Agent mehr. Rico, die Koordinaten sind in der Nähe. Sieh nur. Das kann kein Zufall sein. Ich seh's mir an. Ich schicke dir die notwendigen Daten auf deine AR-Linse. Gut. Jetzt treffen wir Oscar da, wo es wehtut. So, abgeschlossen. Jetzt geht das nächste. Was ist als nächstes? Neuer Wingsuit-Aufsatz. Skystriker. Schwarze Hand Skystriker kann jetzt ausgerüstet werden. Er ist mit einem Düsenantrieb und leichten Raketen. Boah, nice. Okay. Wie rüstet denn jetzt aus? Warte mal. So. Anpassen. Spezialausrüstung. Und dann auf Ja. Okay. Wie läuft's so, Kumpel? Irgendwas zu sehen? Du hast Glück. Oh, Scheiße. Lul. Wie macht sie diesen Antrieb? Ah, lul. Wo sind die Raketen? Da unter, oder was? Das Ding ist ja übelst geil. So, muss gucken, wo wir jetzt hingehen. Gehen wir dahin, würde ich sagen. Das ist ja mal mega geil. So sind wir viel schneller unterwegs. Viel, viel schneller. Das war nicht geplant. Hat keiner gesehen von euch, weiß ich. Schreibt mal bitte einen Kommentar, wenn ihr bis hierhin schon geguckt habt. Tom Sheldon. Scheint, du hast meine Nachricht bekommen.
Alles sauber, Mira. Bin unterwegs. Wer ist das? Wieso bist du hier, Sheldon? Als du verschwunden bist nach Medici, habe ich mir ein paar alte Akten angesehen, um rauszufinden, wo du hin bist. Anscheinend hat dein Vater früher für Oscar Espinosa gearbeitet. An etwas namens Projekt Iapa. Was weißt du über Iapa? Ich weiß, dass gerade eine Menge Wirbel um Solis bei der Agency herrscht. Es geht um Wetterbeeinflussungstechnologie und Störungen der Atmosphäre. Allerdings fanden die hohen Tiere heraus, dass ich in den Akten geschnüffelt habe. Und ich wurde erstmal beurlaubt. Ich bin wohl nicht der Einzige, der Tom Sheldon nicht vertraut. Ich weiß, dass du Iapa ausschalten willst, Rico. Also habe ich schon mal Informationen eingeholt. Du hast mich mehr als einmal verarscht in Medici. Ich verzichte auf deine Hilfe, Sheldon. Aber du wirst sie brauchen. Ich habe mich etwas umgesehen bei Sonados. Es scheint, der Ort ist dauerhaft umgeben von einem üblen Gewittersturm. Hat die arme Annabelle frittiert. Klingt ziemlich verdächtig, dass ein Gewittersturm an einem einzigen Fleck bleibt, findest du nicht? Ist das ein Freund von dir, Rico? Nicht wirklich. Mira Morales, das ist Tom Sheldon. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Man kann ihm nicht trauen. Freut mich. Hör nicht auf den Karl, Senorita. Freut mich ebenfalls. Rico und ich sprachen gerade über die Situation bei Sonados. Du weißt, wie man Zugang zum Kern erhält? Ich weiß leider nichts von einem Kern, aber ich weiß vielleicht, wie wir an dem Sturm vorbeikommen. Viel Glück mit Annabelle, Sheldon. Wir finden einen anderen Weg. Er hat einen Plan, Rico. Und wir nicht. Ich höre. Okay. Unter der Einrichtung verläuft ein Fluss. Wir fahren einfach mit dem Boot nahe genug ran. Erinnerst du dich an die Stachelrochenbasis in Medici? Ist ziemlich vergleichbar. Du willst ein blitzsicheres Boot bauen? Bingo! Ich habe auch gehört, dass man in einem Labor in der Nähe die Nutzung von Blitzen erforscht. Dort finden wir sicher was für den Schutz des Boots. Sonst enden wir wie Enabor. Sicherlich meinst du die Einrichtung in den Bergen, Meteorlab. Ganz genau. Und die Arbeiten am Boot erledigen wir in Prospero Astillero. Interessant. Habe ich dich doch überzeugt, was? Wieso tust du das, Sheldon? Nun ja, ich schulde dir was, Rico. Du erledigst Projekt Iapa, ich werde dir dabei helfen. Außerdem können wir beide nicht zulassen, dass da draußen ein verdammter Irre mit einer Wetterwaffe rumrennt. Hast du eine bessere Idee? Scheiße. Genau das wollte ich hören. Also, treffen wir uns beim Meteorlab und legen los? Klingt gut. Einen Moment lang dachte ich, du würdest mich erschießen. Diesmal nicht, Sheldon. So, Agency-Notrufsignal abgeschlossen. So, was machen wir denn als nächstes? Moment, gucken wir mal auf der Karte. Haben wir eigentlich nichts als nächstes. Ich muss wieder einen Trupp machen, ne? Ah, warte mal. Oh, das war gar nicht geplant. Okay. Grab der Prinzessin. Wo sind die? Yavi? Yavi, wo ist das? Grab der drei Kinder. Das machen wir jetzt.
Anlage, mein Freund. Otto Rongo hatte 3 Kinder. Du wirst hier also auch 3 Uma finden. Einen okay. für jedes Kind. Hier ist einer, da ist einer. Ja, und da ist einer wahrscheinlich. Nein. Oh Gott. Hier ist so eine Kugel drin auf jeden Fall. Müssen wir ein bisschen umgucken hier. Da ist auch so ein... Da ist auch noch so ein Uma-Ding. Da geht's rein. Da hinten ist auch noch so ein Uma-Ding, oder? Ja, da ist auch so ein Uma-Ding. Jetzt gucken wir noch, wie wir die aktivieren. Der gehört dann darunter. Ja, da haben wir doch so ein Ding. Oh, das war gar nicht geplant. Laut der Geschichtsschreibung der Espinosas war Otto Rongos ältestes Kind ein gewalttätiger Verrückter. Damals galten zwar noch andere Standards, aber wenn die Espinosas so etwas behaupten, bin ich geneigt, das genaue Gegenteil zu glauben. Da ist der Ball. Das war Nummer 1. Ist irgendwas aufgegangen oder so? Nee. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten. Machen wir das mal alles auf, würde ich sagen. Wo ist die nächste Insel? Die nächste Insel ist... wo ist denn die? Da ist eine. Aber wo ist die? Da ist... Ist das auch eine? Müssen wir mal kurz angucken. Hier auch so ein Schalter? Ja. Optimal. Der jüngste Sohn von Otto Rongo soll sehr schwach und krank gewesen sein. Angeblich aufgrund häufiger Schläge. Schläge waren zu dieser Zeit zwar nichts Außergewöhnliches, aber wieso sollte ein König einen Thronfolger so verschwenden? Das ergibt doch keinen Sinn. Du hast eine sehr beruhigende Stimme, Javi Huerta. Das wären 2 Depots. Ja, so. Ist hier irgendwas? Nee. Wow. Okay, hier ist also auch nix. Oder? Nee, noch schöne Blumen. Jo, alles klar, Bruder. Was ist los? Ich muss
Ja. So, und das andere Ding ist das Ding da hinten. So sollte das nicht sein, oder? Wie kriege ich den fetten Ball jetzt dahin? Ja. Warte mal, ich muss gucken, was ich machen kann. Der hätte eigentlich hier runter gemusst. Hätte theoretisch hier runter gemusst. Belastend. Nein, du kommst hierher. Hey, komm zurück. Nein. Gott, ist das eklig. Kann mich so irgendwie nochmal neu starten oder sowas? Habe ich ihn gerade ausgewählt? Okay.
Das sieht doch einfach ein Plan aus, oder, Leute? So. Das sind die letzten. Optimal. Das Grab ist oben drauf. Das Grab ist offen. Ich lasse dich wissen, was ich finde. Ja, bitte. Null. So, da sind wir beim Grab. Zünden wir die Kerze an. Die auf die strengen Gesichter meiner Vorfahren warten. Ja. Irgendwie ironisch, so eine Nachricht im Grab der eigenen Kinder zu hinterlassen. So, was machen wir als nächstes? Die Prinzessin ist wo? Was ist das? Nee. Das immer gucken wir weiter. Das ergibt alles noch keinen Sinn. Da muss noch mehr dahinter stecken. So. So, was haben wir als nächstes? Grab der Prinzessin. Wo ist das? Das ist da im Ausland. Ausland, Ausland. Grab der Gattin. Wo ist denn das Grab der Gattin? Grab der drei Kinder. Was ist da? Ja, dann machen wir das Luftschiff mal, würde ich sagen. Ne? Das Luftschiff, das ist wie weit weg? 5 Kilometer. Aber warte mal, erstmal machen wir den Stunt hier eben kurz. Abfahrt. Ich glaube, das war nicht so geplant, oder? Ach, wow. So. Was? Was war das? Was? Das Ding hat ein Nitro? Was ist los, ja? Mal ganz kurz runter. Hallo. Ja. Danke schön. Abgeschlossen, ja? Das kommt ins Teaser-Video. Episch. Ach,
es hat übertrieben viel. Lull. Ja, läuft. So, jetzt machen wir aber die andere Sache. Mit dem Luftschiff, würde ich sagen. Ne? Ne, 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 ne. So, Q. Q, S, was? Jetzt machen wir es noch nicht. Und jetzt machen wir das jetzt. So, und zwar machen wir es ganz einfach. Wow. Aber können wir uns da nicht irgendwie hinfliegen lassen? Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Ob wir da in die Nähe? Der Dark? Nee, da müssen wir gar nicht hin. Warte mal. Nee, gibt's nicht in der Nähe. Das ist schade. Egal, da müssen wir halt hingleiten irgendwie. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Erstmal Höhe gewinnen. Ob wir dann gleich Düsenjäger fliegen können. Wir sind ein Düsenjäger. So, 3 Kilometer noch. Wunderschön auf jeden Fall hier. Guckt euch das an, Leute. Wunderschön. Performance geht auch fit. Also ich habe so im Schnitt so 60 FPS, manchmal mehr. Mit einer 1070. Auf höchsten Einstellungen. Ah, das ist ja nicht mehr so weit. Das müssen wir jetzt zerstören, oder was? Erstmal landen wir darauf, würde ich sagen. Gönnen wir uns das mal ganz kurz. Ein Luftschiff. Wir haben ein Luftschiff.
Kann man da nicht auch irgendwie steuern oder so? Was kann man steuern? Kann man es mit dem Controller steuern? Also ich kann nicht die Richtung an, das ist das Lustige. So, mal gucken. Ja, mit dem Controller kann ich steuern. Mit Maus und Tastatur kann man es nicht steuern, das ist ja belastend. Ja, Sprachstörung ist wieder da. Nee, ich werde versuchen, das Luftschiff irgendwo zu landen. Und dann zu zerstören. Lull. Ah, hier. Explosionsgefahr, oh Gott, da sind Fässer überall. Oh Gott, da sind überall Fässer. Muss mir mal die Beine vertreten. So. Dann werden wir jetzt unseren Spaß haben. What the fuck? Das ist gut abgestanden, würde ich sagen. Ja. Nice. Aber es ist drei Raketenschüsse aushält, ist echt ordentlich. Muss man sagen. Ne? Drei Schüsse? Warum nicht? Das ist ordentlich. So, das habe ich jetzt zerstört. Da ist noch eins. Das ist gerade neu gespawnt. Drohnen, Alter, ich klasse. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Zentrale hier. Finde den Gegner. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Ja, ich hab nichts mehr zum Schießen, ne? Das ist scheiße. Das ist jetzt kacke. Oh, warte mal.
Tut mir leid, ich muss leider töten. Ich brauche die AK. Danke. Und deine Waffe brauche ich auch noch. Danke. Nice. Ein verdammter Spion weniger. Ich bin der Beste, ich weiß. Weißt du, was ich guter Junge bin? Jo, so muss das sein. So. War schön viel Chaos. Wir müssen auch noch mehr Chaos machen. Ne? Was überhaupt macht, ist das Chaos ja kein Chaos, ne? Ja, da ist das nächste Geschütz, was ich haben möchte. Dann kann ich nicht die nächsten Sachen kaputt machen. Den Wagen brauche ich jetzt mal eben. Mal los. Hey Kleiner, wenn wir durch den Sturm kommen wollen, brauchen wir was, damit wir nicht gebraten werden. Am ehesten finden wir wohl bei Meteolab was Passendes. Ich will auf den Geschützturm. Tut mir leid. Oh Gott. Es tut mir leid. Sorry. Es war keine Absicht. Ich möchte ein paar Leute in die Front schicken, deswegen brauche ich das leider. Wie ist er keine Schuss mehr? Das Bumm? Nein. Ein Spielzeug. So, haben wir noch was irgendwas, was wir jetzt zerstören können? Nein. Haben wir noch was? Nee, nicht, dass ich wüsste. Gut.
jetzt mal neue Waffen, würde ich sagen. Da sind ja neue Waffen. So, das ist eine Sniper und die tauschen wir aus gegen ein Sturmgewehr. Das hier ist eine... Ne, das brauche ich aber nicht. Das ist eine AK, würde ich sagen. Aber wir nehmen eines... Wir bleiben bei der AK, weil die hat mehr Schuss. Oh. Macht Schaden, habe ich gemerkt. Das ist richtig. Das war knapp. So, haben wir noch mal was zum Zerstören? Wir brauchen mehr Truppen. Wir brauchen mehr Truppen, Leute. Gucken wir mal auf der Karte, ne? Die wir mit 1 öffnen. Das ist so bescheuert. Was ist gerade abgeschmiert, Louis? Was ist das? Okay, machen wir das einfach mal. Sprich mit Sargentos Collegion, wo auch immer das sein soll, Sargento. Wo? Welche Kollegen? Ist doch da. Warte mal. Das backt extrem rum, Leute. Nochmal, 1. Ist die Mission weg oder was? Ja, das backt extrem rum. Gut, ich werde dann erstmal hier erstmal einen Cut machen und das Spiel noch starten. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.